Ich würde gerade, was den breiteren Kreis der Angesprochenen betrifft, zunächst einmal raten, dass unsere Gesundheitsministerien, auch unsere Gesundheitsbehörden, ja, dass auch die Gesundheitsexperten, die nicht immer eine ganz glückliche Rolle auf diesem Sektor gespielt haben, und die Ärzte selber einmal grundsätzlich aufgeklärt sein müssen, grundsätzlich darüber informiert sein müssen, was überhaupt an Daten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit bereits verfügbar ist. Es sind sicherlich weit über 100 Millionen Mädchen inzwischen geimpft worden. Sie müssten wissen, dass die Impfraten, dass die Nebenwirkungsraten extrem niedrig sind. Man rechnet etwa mit einer Nebenwirkung einer echten Allergie auf 100.000 Impfdosen. Das ist niedriger als für viele andere Impfungen, die wir heute den Kindern geben, die natürlich auch extrem wichtig sind. Und wir müssen die Eltern und Lehrer informieren und vor allem auch bei den Schülern selber durchaus schon Aufklärung betreiben. Also bei alles dies ist sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass wir langfristig diese Aufklärung betreiben müssen, denn ich sehe mit Bedauern, dass wir in Deutschland eigentlich eine große Zahl von Impfgegnern haben, die aus meiner Sicht in einem guten Umfang verantwortungslos handeln, denn wir sehen zum Beispiel in Europa, dass noch im vorigen Jahr, nein 2011, 35.000 Masernfälle aufgetreten sind. In den ganzen Amerika-Ländern, von Nord- bis Südamerika, kein einziger Fall. Und wir 12 Todesfälle an Masern haben. Völlig unnötige Todesfälle, die natürlich, wenn immer die Infektion dann stattfindet, auch noch Umgebungskinder mitgefährden. Also insofern, man kann eine dringende Impfappelle an die Bevölkerung richten.